dann auch mitnehmen. Ja. Gibt es jetzt noch Menschen, die sagen, nein, nein, das ist Quatsch, wir müssen es unbedingt noch mal thematisieren? Gut, dann ist doch prima. So sollte es immer, wenn es immer so gehen würde, ne? Also, wir haben in unserer Betrachtung der Entwicklung der Landwirtschaft ein bestimmtes Motiv gehabt. Und ich will noch mal das Motiv benennen. Wir sind gegangen entlang der Entwicklung, der Veränderung, der Entwicklung des Bewusstseins. Und wir haben gesehen auf die Fakten, auf die Welt, auf das, was sich draußen verändert, als Ausdruck der Veränderung des Bewusstseins. Das war immer mein Fokus oder meine Perspektive. Das ist in den historischen Wissenschaften zum Teil auch so, zum Teil ganz anders. Das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Ich will nur klar sagen, hier war das immer der Blickpunkt. Und da gehen wir jetzt weiter und kommen immer mehr in die Zeit, die wir gut selber beurteilen können, weil es in unserer Zeit ist, weil wir ganz ähnlich ticken, wie man 1890 und 1930 getickt hat. Das können wir gut nachvollziehen. Es wird also in gewisser Weise einfacher. Es wird schwieriger dadurch, dass es alles viel schneller noch geht. Und es wird schwieriger dadurch, dass es plötzlich eine Fülle ist. Und das ist oft so. Wenn man weit zurückguckt, kommt irgendwie von selber schon das Wesentliche, weil sich das durch die Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende gefiltert hat. Das, was vor kurzem war, ist unglaublich viel und man muss suchen, wo sind eigentlich die Stränge? Wie gehört das eigentlich zusammen? Was bildet das eigentlich ab? Und weil es eben oft auch eine ganz große Vielfalt ist. Das zur Einleitung. Wir waren an dem Punkt im 19. Jahrhundert, was war nötig für die Industrialisierung? Und wir haben gesehen, da ist in der Landwirtschaft ganz, ganz viel passiert. Und ich habe das sozusagen hochgezogen an der Einführung des Kleegrases. Und es ist natürlich die Einführung des Kleegrases und des Luzernegrases. Und es ist natürlich auch die andere Sicht auf die Pflanze und eine andere Selektion. Es ist eine andere Sicht auf die Arbeit. Wie kann ich die technisch, wie kann ich die besser machen? Nicht so zu sehen, sondern eben das Sehschar, was eigentlich eine ganz einfache Sache ist, kann man auch erstmal an das Holzsehschar denken, mit vielleicht ein bisschen Blech vorne am Bug. Ne, wer ein bisschen Zeiten klar hat, der weiß, Vincent van Gogh, 19. Jahrhundert, da wird noch sicher ländliche Gegend und nicht überall und so, aber da wird noch so gesät. Das ist also im 19. Jahrhundert passiert, diese Entwicklung. Und die macht ganz, ganz viel aus. Läuft mein Getreide gleichzeitig auf? Ist es ein schöner, gleichmäßiger Bestand? Oder kommt das so, wie die Bedingungen halt dann jeweils sind? Oder eben auch zwei Wochen später, weil es dann erst regnet? Also nur so als ein Beispiel. Und das nächste, was wir angeschaut haben, war die Art, wie Züchtung gemacht wird. Auf einmal ist sozusagen so etwas. Ich will etwas Bestimmtes. Und das erreiche ich, ja, wie erreiche ich das? Und das bedeutet, die Sachen wurden einseitig und die Sachen wurden spezifisch. Die große Vielfalt von bestimmten Sorten in bestimmten Regionen, das ist 19. Jahrhundert. Vorher war das viel mehr ganz, ganz kleinräumig regional und sehr viel mehr eine Population. Dass es sozusagen eine zugeschnittene, eingeengte Sorte gibt, die auch eine gewisse spezifische Leistungsfähigkeit hat. Das ist 19. Jahrhundert. Und das Letzte, das Vierte ist eben die andere Art auf das Wachstum selber zu blicken und das Wachstum anzuschauen als etwas,
wo Mineralien mit dem Licht und mit dem Wasser und mit dem Boden sozusagen in Pflanzensubstanz verwandelt werden. Und wenn ich diese Pflanzensubstanz vom Acker wegfahre, dann habe ich die noch verdammt nochmal wieder zu ersetzen. Und der entscheidende Begriff, Raubbau. Und der Raubbau an den Substanzen, an den Stoffen. Das ist 19. Jahrhundert. Und jetzt kommt die Chemie, die ganz, ganz am Anfang ist. Und jedes Jahr kommen neue Ergebnisse, was eigentlich die Stoffe sind und wie man sie miteinander in Verbindung bringen kann und so weiter und so weiter. Und sehr früh kommt eben insbesondere durch diesen schon sehr, sehr genialen Chemiker Justus von Liebig dieser Blick, ich muss da irgendwie diese Stoffe, die müssen da sein, damit das gut wächst. Und der ist schon eine interessante Persönlichkeit, er war sehr auch von sich selbst überzeugt und das hat schon auch alles seine dunklen Seiten und seine schwierigen Seiten, aber es war auch was sehr Geniales, weil er schon auch gemerkt hat, wo er Lücken hat. Am Ende seines Lebens, er war eine gefeierte, öffentliche, bekannte Persönlichkeit, am Ende seines Lebens sagt er, ja, das mit der Düngung und so, aber in Bezug auf den Stickstoff ist er nicht sicher, da sollte man vorsichtig sein. Alle hatten schon das sozusagen übernommen und man hat 1860, 70 intensiv angefangen, organischen Stickstoff aus zum Teil sehr ekeligen Quellen im großen Stil zu düngen, vor allem in Gärten und so. Und sozusagen kurz vor seinem Ableben, der ist alt geworden und berühmt und so hatte das ist vielleicht doch noch, da müsste man eigentlich noch mal neu drauf gucken. Und unbekannt war bis dahin, dass die Leguminosen den Stickstoff fixieren können. Das kannte Justus von Liebig noch nicht. Das muss man sich gut klar sein. Das ist Ende des 19. Jahrhunderts. Also, oder Mitte bis Ende. Hellriegel. Und jetzt schreitet das fort. Und mit intensiver Forschung wird überall in den verschiedensten Laboren wird probiert, wie könnten wir diesem Stickstoff sozusagen industriell habhaft werden. Weil der Stickstoff ist nicht in der Erde zu finden. Das Kali, das Phosphor, so, das kann ich aus der Erde holen. Den Stickstoff, den gibt es fast gar nicht in der Erde. Der ist in der Luft. Und ich muss irgendwie ein Verfahren entwickeln, wie ich das, was in der Luft passiert, wenn der Blitz des Gewitters da durchgeht, die Oxidation, die Reaktionsfähigmachung des Stickstoffs, das muss ich irgendwie nachbauen. Und da hat es zwei, drei verschiedene Verfahren gegeben und die waren alle sehr, sehr energieaufwendig und sehr problematisch. Wir haben hier mal eines experimentell nachgearbeitet, nachgestellt, in einem Glasrundkolben mit 5000 Volt so einen langen Blitz erzeugt. Und dann schlägt sich so ein weißer Salpeter-Niederschlag innen an dem Glas ab. Das haben wir dann rausgekratzt und untersucht und damit Versuche gemacht und so. Das hat wirklich funktioniert. Aber da braucht es einen bestimmten Katalysator, braucht es bestimmte Temperaturen und eben wahnsinnig viel Strom und so weiter. Und so kommt das in das 20. Jahrhundert hinein. Und man muss noch vielleicht zum 19. Jahrhundert dazu sagen, gerade für die erste Hälfte, der Stickstoff war das Knappe in der Landwirtschaft, das Problem. Warum? Weil er nicht nur für die Landwirtschaft gebraucht wurde, sondern es wurde der Landwirtschaft ständig Stickstoff entzogen. Wozu? Für alle Sprengstoffe. Und diese Männer, die hatten sozusagen Polizeigewalt, die Salpeterer hießen die, die kamen in ein Dorf und durften überall reingehen. Die konnte man mit nichts stoppen. Die hatten sozusagen Polizeigewalt. Und die fanden in irgendwelchen alten Stellen Steine und Balken, wo viel Harn von den Tieren, Urin, drangekommen war und getrocknet ist. Drangekommen, getrocknet. Und dann blüht der Salpeter aus und ist da drin, in diesem Holz oder in diesem Stein.
Und die durften dann einfach hergehen und das rausschneiden und mitnehmen. Dieses Stück Stein oder Holz oder Baumaterial oder was auch immer. Und dann wurde in einem komplizierten Verfahren mit Wasser und Trocknen und so weiter, wurde das aufbereitet und schlussendlich wurde es gemahlen in den berühmten Pulvermühlen. Und die Kommunen und Städtchen und so, die eine Pulvermühle hatten, die hatten damit Erfahrung. Das war eine schwierige Sache und die Pulvermühle hat man gerne vor der Stadt gehabt, weil alle paar Jahrzehnte ist die hochgegangen. Das ist alles nette, interessante Geschichten, aber wir müssen uns klar sein, dieser Japp, dieser unglaubliche Drang nach dem Stickstoff, der hängt auch damit zusammen, dass man sozusagen noch der Landwirtschaft ständig Stickstoff entzogen hat, bei einem viel niedrigeren Tierbesatz, bei gar keinem mineralischen Stickstoff, den es überhaupt nicht gab und so weiter. Man ist sogar so weit gegangen, auch hier in diesem mitteldeutschen Raum, dass man so eine Art Gesteinskellergewölbe hatte, auf die man regelmäßig Harn und Mist draufgetan hat und von unten das abgekratzt hat. Weil das war, man konnte keinen Tunnel bauen, man konnte keinen Krieg führen ohne den Salpeter. Und so ist man ins 20. Jahrhundert reingekommen. Und man muss sich klar sein, dass das große deutsche Heer mit allem, was dazugehört an Militär und Kanonen und so weiter, dass das alles auf diesem Stickstoff beruht. Und in Frankreich war es genauso, in Russland und in England und in den USA. Überall gab es diesen Stickstoff nur aus dieser Quelle. Und jetzt war das eine Verfahren doch deutlich als schwieriger erkannt. Und man hat dann, ich meine 1905, 1907, durch diese zwei Haber und Bosch ein anderes Verfahren entwickelt. Ebenfalls mit wahnsinnig viel Energie, mit einem, die haben lange experimentiert, mit welchem Katalysator. Zu Anfang hatten sie sehr, sehr teure Katalysatoren, also Platin und sowas. Das geht ja nicht kaputt, aber das braucht man trotzdem eben. Schlussendlich später konnte man es einfach mit Eisen machen. Und man hat dieses Verfahren sozusagen rausgekriegt und als der Erste Weltkrieg begann, war das noch nicht, konnte man noch nicht damit arbeiten. Das war noch nicht sozusagen industriell im Einsatz. Und dann hat in Deutschland, und das ist eben typisch, also ist eben nur in Deutschland so wirklich so passiert, die deutsche Heeresleitung hat durchschaut, das könnte ganz schnell zum Problem werden. Wir müssen unbedingt diesen Salpeter, diese industrielle Herstellung des Stickstoffs unbedingt vorantreiben. Und da hat man wirklich ein militärisches, industriell-militärisches Ding entfesselt. Alles, was man irgendwie nur brauchte, stand diesen Leuten zur Verfügung. Und die hatten erst hier in Mannheim eine solche Versuchsgeschichte und dann sind sie in Leuna. Da haben sie das große Werk, das ist dann auch, da sind Teile dann mal hochgegangen, da hat es viele Tote gegeben. Es ist alles eine furchtbare Geschichte eigentlich. Auch die zwei, Haber und Bosch, wenn man deren Biografie studiert, es ist überall weht einem eigentlich die Tragik dieses Stickstoffs entgegen. Das ist eine ganz schwierige Sache. Das ist jetzt ein bisschen so oben drüber gesprochen, aber das könnt ihr mal studieren, wenn ihr mal krank seid und so. Guckt mal, es gibt schöne Biografien. Das ist schon, dass wenn man mal Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, dann kann man tiefe Einblicke machen, was eigentlich im Untergrund so wirksam ist in der Geschichte. Schlussendlich sind die 1916 mitten im Krieg in der Lage, das großtechnisch zu machen. Und man sagt, man hat das später ausgerechnet und so, man geht davon aus, dass Mitte 1917, also ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, der Krieg für die Deutschen zu Ende gewesen wäre, weil sie keinen Sprengstoff mehr hatten. Also es wurde dann sozusagen kriegsentscheidend und der Eintritt der Amerikaner, der dann kam, der Krieg ist ja dann noch viel furchtbarer geworden als die ersten beiden Jahre und so. All das hängt mit diesem Stickstoff zusammen. Ich will jetzt nicht zu viel in die Tiefe gehen, sondern ich will jetzt springen in das Jahr 1919, 1920. Das kommt zu dem, das Ende des Krieges ist ja sehr, ja, kompliziert und für die Deutschen auch sehr schwierig, weil sie sind sozusagen die Verlierer, ohne dass sie das eigentlich einsehen. Und jetzt sind diese großindustriellen Stickstoffanlagen da. Das Verfahren ist da
und man weiß, wie man das machen kann. Und sie dürfen kein Militär mehr im größeren Stil aufbauen. Das ist einfach da. Und jetzt entdeckt man die Landwirtschaft wirklich als Verbraucher. Das ist eine direkte Folge des Krieges und ist ein echt deutsches Thema. Das greift dann ganz schnell auch in Frankreich, in England, in Holland, aber auch im weiteren im Osten, in Amerika. Das geht sehr schnell auch in den Ländern. Aber zuerst passiert es in Deutschland. Und das müssen wir jetzt doch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn man mineralisch mit dem Stickstoff düngt, und das hat man sofort intensiv getan, und man hat gemerkt, das müssen wir mit Gewalt einführen. So ein bisschen so wie 200 Jahre früher, oder ja, ungefähr 200 Jahre vorher, in Preußen und in Brandenburg und so, wo diese mageren, leichten Sandböden sind, wie man da mit Gewalt den Kartoffelbau eingeführt hat. Weil man sozusagen von der Regierungsseite, von der Obrigkeit, vom Überblick aus gesagt hat, damit kriegen wir die Menschen satt. Das Getreide, das ist viel zu ertragsschwach auf unseren Böden. Wir brauchen Kartoffeln. Nicht so, mit einer gewissen Gewalt hat man das dann richtig durchgesetzt. Und so ähnlich ist das hier auch gewesen. Man hat gezwungen, die ganzen Versuchsanstalten, die Züchtungsanstalten, vor allem die Schulen, die Landwirtschaftsschulen, wo die jungen Menschen hingingen, alle mussten solche Versuche ansäen, anbauen. Wie toll wirkt dieser Stickstoff? Oh, da ist der Weizen und da ist der richtig gedüngte. Und da kannst du so viel ernten und da kannst du das Doppelte ernten. So, das wurde sozusagen mit Gewalt und mit Geschwindigkeit in das Bewusstsein der ländlichen Bevölkerung hineingeprügelt, muss man schon sagen. Jetzt muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, es wurde wirklich gehungert. In den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg ist der Hunger weit verbreitet und es hat wirklich auch noch Hungertote gegeben. Also das ist schon auch, es hat zwei Seiten. Und jetzt müssen wir hier uns klar machen, was passiert da? Was passiert, wenn ich mineralischen Stickstoff dünge und das vielleicht auch zunächst eher ein bisschen zu viel tue? Noch nicht so ganz ausgefeilt an drei verschiedenen Terminen, jetzt zum Beispiel beim Weizen, beim Winterweizen, wie man das heute macht. Aber was passiert? Man düngt und das ist sehr schnell gelöst und man hat im Bodenwasser eine Nitratsoße, kann man sagen. Und die Pflanzen können gar nicht anders als das aufnehmen. Und was bewirkt es jetzt? Das bewirkt, dass die Zellen, jede Zelle eigentlich größer wird. Es werden gar nicht so sehr viel mehr Zellen angelegt oder ausgebildet, sondern jede Zelle ist eigentlich praller und größer. Ein ganzer Teil des Ertrages kommt daher, dieses Mehrertrages. Und was passiert noch? Der Stickstoff hat eine ähnliche Qualität in Bezug auf das Wachstum wie das Wachsen in Schatten. Die Pflanzen werden nicht mehr richtig reif. Das ist übrigens die Doktorarbeit von Manfred Klett gewesen in den 60er Jahren, die sogar von der Deutschen Forschungsanstalt finanziert wurde, weil das war nicht so richtig, so gut klar war das nicht. Das hat er sehr, sehr schön rausgearbeitet. Licht- und Schattenwirkung. Und da kann man sagen, das, was Schattenqualität ist im Wachstum, ist eigentlich diese Stickstoffseite. Und ist, wenn das überbetont ist, stellt man eigentlich die Pflanzen, obwohl sie in der Sonne stehen, in den Schatten. Sie wachsen eigentlich, kommen nicht richtig zur Reife, kommen nicht richtig zu Ende, wuchern. Es ist ein wucherndes Wachstum. Und was tut man noch? Man hat dieses Reifeproblem. Was tut man noch? Man düngt nicht nur die Pflanzen, die man haben will. Man düngt das Unkraut mit. Und zwar in massivem Umfang. Und es gibt eine riesige Verschiebung der Unkräuter. Das kennt ihr. Auf den allermeisten Äckern gibt es eine gute Ecke, wo es üppiger wächst und eine Ecke, wo es schlechter wächst. Und man weiß genau, dass wo es mager ist, da hat man das Hirtentäschel und wo es fetter ist, da hat man eben die Unkräuter, die da wachsen, wo es eben ein bisschen üppiger ist. Und die sind stärker, sagen wir mal, ein Hederich. Die sind stärker, die sind kräftiger, die können mehr konkurrieren und so weiter. Also man düngt das Unkraut mit.
Und was tut man noch? Was hat man noch für ein Problem? Die aufgeblähte Pflanze, die verdoppelte Pflanze, die in derselben Zeit ja gewachsen ist, die hat keine gute Haut. Die Cuticula, die Schicht, die sozusagen die Pflanze schützt, die wird dünner und wird auch anfälliger. Und hinter der etwas dünneren und nicht so festen Haut, ist nicht zu Ende verstoffwechselter Nährstoffsaft. Die Pflanze ist auch länger konzentrierter mit Nährstoffen voll. Ist überfüllt eigentlich. Und was passiert unweigerlich im Leben? Frage noch. Ja? Eine Frage. Also mit dem ganzen Wucherprozess und so weiter, auch beim Getreide, meinst du damit, dass es dann quasi nur noch, also dass es in der vegetativen Phase stecken bleibt und gar nicht wirklich zur generativen Phase übergehen kann? So doch, das wird schon alles reif. Okay. Aber das dauert länger. Und die Tendenz ist eben, dass es nicht sozusagen ordentlich zu einer Qualität ausreift, sondern die Tendenz ist einfach, dass es irgendwann dann eintrocknet sozusagen, aber es ist nicht ganz in dem Sinn, wie wir das gemacht haben mit unserer Jahresentwicklung, so ganz ordentlich durchgegangen. Und wehe, du hast ein feuchtes Jahr, dann passiert das, was wir jetzt gleich ansprechen, ganz exzessiv, es kommen die Pilze. Die Pilze sind die Abbauer im Leben von überschießenden, von zu vielen Lebensgrundstoffen, kann man sagen. Wenn das Leben sozusagen nicht gestaltet werden kann, nicht aufgearbeitet werden kann, nicht ergriffen und verwandelt werden kann durch die Pflanzen, kommen immer die Pilze. Die Pilze sind was Wunderbares. Aber sie haben eben eine Aufgabe, muss ihre Aufgabe verstehen im Haushalt der Natur. Und das wird jetzt richtig massiv. Und die Pilze sind wahnsinnige schnelle Entwickler. Die können sich sehr schnell neu erfinden, sozusagen anpassen. Und man hat in wenigen Jahren eben dann bestimmte Pilzerkrankungen, denken wir mal an zum Beispiel Mehltau oder an Fusarium oder sowas, was sich dann sehr schnell so anpasst, dass es beim Getreide wirklich massiv dann da ist. Und wirklich massiv schädigt. Und abgesehen von den Pilzen, was ist noch? Wer kommt noch? Wen interessiert das noch? Dünne Haut, nährstoffreicher, üppiger Saft? Die Läuse. Alle Insekten. Die ganze Welt der Insekten. Die Läuse vorne an, sagen wir mal. Und ja, das ist das im Grunde genommen schon das Paket. Ich dünge andere Pflanzen mit, da muss ich irgendwas gegen tun. Wer jetzt ein bisschen hinhört, der hört schon Herbizide. Das dauert keine 10 Jahre. Die Pflanze, die zu voll ist mit Nährstoffen und die sozusagen gar nicht richtig ordentlich abreift und die von Pilzen befallen wird, wer genau hinhört, der hört schon Fungizide. Die Pflanze, die voll ist mit Nährstoffen, die eine dünne Haut hat und wo die Insekten kommen, der hört schon, wer da ein bisschen Insektizide. Jetzt fehlt noch das Letzte, das Vierte. Was machen die Getreidepflanzen? Gerade in den 20er Jahren das große Problem. Ich dünge, was passiert? Die sind 30 cm höher, haben mordsschweres Korn. Fallen um. Wer genau hinhört, hört das CCC, das Cycocel, das Kurzspritzen. Und damit haben wir eigentlich die ganze moderne Agrarchemie schon kapiert. Es ist diese eine Stelle, es ist diese eine Sache, der Stickstoff. Natürlich spielt das Kalium eine Rolle, natürlich spielt das Magnesium eine Rolle, natürlich spielt der Phosphor eine Rolle, natürlich spielt auch das Calcium eine Rolle und später Boa und so weiter. Aber unter dem Gesichtspunkt des Stickstoffs ist das alles nachgeordnet. Das ist der eigentliche Treiber dieser Angelegenheit. War ich zu schnell? Nachfragen? Das muss wirklich jeder gut verstanden haben. Das liest man leider auch nicht in den Landwirtschaftsbüchern. Und das ist aber so wichtig, dass man das versteht, weil man damit die Natur des Stickstoffs versteht und eben auch einen großen Teil von unseren heutigen Problemen, weil wir jetzt auf 100 Jahre intensive Stickstoffdüngung in der Landwirtschaft zurückgucken und dieser Effekt der Nutzung durch den Stickstoff, also wie effizient der Stickstoff sozusagen genutzt wird, wie viel wirklich in Eiweißbildung und dann vom Feld geholt wird und für Tiere oder Menschen zur Verfügung steht, das ist
ganz wenig. Das ist eigentlich ein sehr uneffektives Verfahren. 17-18% kommen wirklich sozusagen da an. Der Rest verschwindet, geht verloren und richtet in aller Regel sogar Unheil an. Als Nitrat im Grundwasser, als Ammoniak- oder Ammoniumverbindung im Klima. Und ganz schlimm wird es dann, wenn es dann das Lachgas ist, was dann wirklich super, super klimaschädlich ist. Also der Stickstoff ist, man muss den gut verstehen. Und jetzt 24, der Steiner, der da gefragt wird, was könnte man denn für die Landwirtschaft machen und so weiter. Und dann kommt dieser dritte Vortrag und die Einführung der Stoffe. Und dann sagt er da, ja, die Frage nach dem Stickstoff, die war schon wirklich gut. Obwohl der Stickstoff gar nicht das Allerwichtigste ist bei den Pflanzen, aber ihn zu verstehen ist das Allerwichtigste. Und dazu habe ich jetzt ein bisschen was angereicht und das muss man sein Leben lang weitermachen. Wer Gartenbau macht, wer Landwirtschaft macht, wer Viehhaltung macht, ist eigentlich immer, ob er will oder nicht, auf den Spuren des Stickstoffs unterwegs. Und wir biodynamischen Landwirte und Landwirtinnen und Gärtner und so weiter, die müssen eigentlich immer das im Gefühl haben, wie ist das hier? Wo liege ich da? Was passiert hier gerade? Und unser großes Mittel, was ist unser großes Mittel? Wie können wir da eigentlich gegensteuern? Was ist in unserer Art von Landwirtschaft die Möglichkeit, mit dem Stickstoff sozusagen safend umzugehen, ihn zu halten? Der Kohlenstoff, super. Alles ist immer das Verhältnis, Kohlenstoff zu Stickstoff. Mhm. Und das heißt natürlich nicht nur sozusagen statisch diese Stoffe, sondern die Prozesse. Es muss Luft da sein, es muss auch Sauerstoff da sein. Es muss auch, wenn es dann eingebaut wird als Eiweiß, es muss dann auch eine Spur von Schwefel da sein, es muss auch ein bisschen Wasserstoff da sein und so weiter. Aber dass die entscheidende Musik ist, es muss lebendig sein, es muss sozusagen eine gute Struktur haben und es braucht den Kohlenstoff, braucht das Holzige. Und damit seht ihr wieder, wie wir an dieser Stelle sind, wo wir ganz zu Anfang schon mal waren, wo ich gesagt habe, dabei gibt es das Grüne und das Gelbe. Das Grüne ist das Erste, das Gelbe ist das Zweite. Das ist Landwirtschaft, das ist Aufbau der Bodenfruchtbarkeit, das ist Düngung, das ist Halten der wuchernden und quirlig herum vagabundierenden Stickstofffraktion. Und das ist Humusaufbau. Wenn es nämlich wirklich gelingt, den Kohlenstoff damit präsent zu haben und in so viel Überschuss zu haben, dass der Stickstoff gehalten wird, dann ist dieses Paket so, dass es ohne große Probleme, da braucht es schon Zeit und da braucht es manche Hilfe und so. Und da kann man auch was verstehen von den Präparaten, dass daraus jetzt wirklich guter Humus wird und dass der sogar sehr interessant ist für viele Bodenorganismen und man dann ein Wunder zum Beispiel erleben kann, was wir hier hinten mal auf einem Acker gesehen haben. Wenige Wochen nachdem so ein richtig schöner, reifer Kompost im Sommer da ausgebracht worden war, es war relativ trocken, es hatte ein, zweimal geregnet, das Kleegras ist drüber gleich weitergewachsen. Dann haben wir gegraben und da war eben lange nicht Kompost gedüngt worden, deshalb waren wir ganz sicher. Wenige Wochen später war das in 30, 40 Zentimetern. Das Leben holt das runter. Und genau das ist ja das, was wir brauchen. Wir müssen ja dafür sorgen, dass das, was oben entsteht als Verbindung von Kohlenstoff und Stickstoff, jetzt wirklich gesaved wird, wirklich herunterkommt, wirklich dahin kommt, wo es für längere Perspektive auch ruhen kann und nicht sofort wieder in Umsetzung kommt. Das ist Aufbau der Bodenfruchtbarkeit. Dann haben wir mehr Wasserspeicherung. Dann haben wir eben auch wirklich einen Aufbau des Humuses selbst und so weiter und so weiter. Also wir sehen hier an diesem Punkt einen echt, echt entscheidenden Moment. Und das ist schon sehr interessant, dass genau da dieser Landwirtschaftskurs da von dem Rudolf Steiner kommt. Und bis nach dem Krieg ist das die einzige Reformbewegung, die einzige Alternativbewegung, ist es die einzige sozusagen erklärte, durchdachte neue Strategie, anders mit diesen ganzen Problemen umzugehen, als wie sie eben ab dem Ersten Weltkrieg dann sozusagen wie eine riesige Maschinerie abgerollt sind.
Und ja, was es natürlich gab, war sozusagen das konservative Festhalten an den alten Verhältnissen. Es gab viele Bauern und Gärtner, die gesagt haben, das mit dem Stickstoff, die Früchte schmecken nicht mehr, kommt mir alles komisch vor. Man hat einfach an dem Alten festgehalten. Das war sicher auch, wir haben es sowieso jetzt nicht zu beurteilen, sondern das gab es natürlich, aber es gab nicht ein wirklich alternatives Konzept, wo jemand oder wo Menschen zusammen oder wie auch immer gesagt haben, so und so könnte man Landwirtschaft aber auch machen. Da muss man sagen, ist dieser biodynamische Entwurf zunächst der erste. Es kommt dann im englischsprachigen Raum in den 30er Jahren, kommen andere Entwürfe und so weiter. Es geht dann schon schnell, aber das muss man schon sagen. Gerade für den deutschsprachigen Raum spielt es eine riesige Rolle. Und was kommt jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg? Der sogenannte Strukturwandel. Ja, das ist die Folge davon. Der Strukturwandel ist sozusagen immer noch voll im Gange und das ist die Folge der Tatsache, nämlich der Tatsache, dass die Landwirtschaft auseinandergerissen wird. Was soll dieser Gemischtbetrieb? Der arme Bauer, die arme Bauernfamilie oder wie auch immer, die müssen alles können und alles haben und für alles Maschinen haben. Den kann man ja gar nicht rationalisieren. Wenn da Kühe und Rinder und Schweine und Hühner, Getreide und Zuckerrüben und Feldfutterbau und am besten auch noch ein bisschen Wald, wie soll man da rationalisieren? Und es gab riesige Komitees, da gibt es heute noch Komitee für die Rationalisierung in der Landwirtschaft. Wie soll das funktionieren? Man muss das zerhauen, zerschneiden, zerteilen, sagen, das geht dort gut und Obstbau geht da gut und Gemüsebau bitte da in dem Gebiet von Mannheim, Darmstadt, Vorderpfalz und. Das heißt, der eigentliche Organismus ist jetzt wirklich, der wird sozusagen zu Grabe getragen. Und das kann man immer sehr schön studieren an den großen Professoren, an dem, was in den Universitäten gelehrt wird. In den 30er Jahren gab es noch ganz tolle, sehr moderne, sehr pfiffige, sehr klare Denker als Entwickler der Landwirtschaft. Ich möchte da Ernst Klapp nennen, einen wirklich eigentlich die letzte große Gesamtlandwirtschaftsikone. Der hat noch in 50er, 60er Jahren weitergeforscht und gearbeitet und veröffentlicht und so. Und der hatte noch irgendwie diesen Gemischtbetrieb. Der hat sich schon auch ein Stück weit angepasst, dass man jetzt da im Einzelnen sozusagen optimieren muss. Aber irgendwie war das noch präsent. Aber die nächste Generation von Wissenschaftlern, die hat schon gesagt, es macht gar keinen Sinn dafür, irgendwelche Forschung zu machen und so. Wir müssen den Bauern helfen, pfiffig zu rationalisieren, pfiffig sich zu spezialisieren. Landwirtschaft ist verdammt nochmal ein Gewerbe zum Zwecke des Geldverdienens. Und fertig. Und darin leben wir heute noch, in den Folgen. Und man muss schon auch ehrlich dazu sagen, dass für die ganze Situation auch eine Riesenrolle spielt, dass es sehr, sehr konservative gesellschaftliche Kräfte gibt, die immer diesen verrückten Zusammenhang von Grund und Boden und Menschen propagiert haben. Und das führt zu der Ideologie des Familienbetriebes. Und das macht die Sache eigentlich noch schwieriger. Wandel und Änderung und Beweglichkeit und so werden dadurch fast unmöglich. In jeder Familie sind immer die Pfiffigen, die Beweglichen, die Innovativen, die sind weggegangen. Und geblieben sind diejenigen, die halt, denen ihr von seit Kindesbeinen an, ja, du machst das weiter und so, ja, ich mach's eben so weiter, nicht? Und dann kommt der Mann vom Düngermitteln, dann kommt der Mann von den Landtechnik und dann kommt der Mann von den Futtermitteln. Und im Grunde genommen ist man Ausführer von Dingen, die man gar nicht versteht. Das ist schon tragisch, dass eigentlich ein Beruf, eine tolle Sache, wo man diese Ganzheit als Organismus eigentlich hatte, nur nicht wirklich durchdacht und begriffen, aber doch darin gearbeitet hat, dass man das alles aufgibt, ohne dass einem das klar wird. Und da, wo man dann Spezialist ist, da wird man eigentlich von außen bestimmt.
Ich habe das selber in den 80er Jahren in meinem einen Jahr konventionelle Lehre sehr schön gesehen. Es war ein sehr erfolgreicher Landwirt, der immer gewachsen ist und der da in der Gegend der erste Rapsanbauer war und so weiter und so weiter und so weiter. Aber eigentlich, da kam dann das Fax, das Düngungsempfehlungsfax. Das war eigentlich die Bibel. Dann musste man los. Und dann gibt es auf dem Land auch immer noch das, da fährt einer und mäht. Ja, dann sollten wir so, sind wir die Letzten oder wollen wir jetzt auch mal, wir müssen mähen, ne? So, da ist schon einer los. Spielt eine Riesenrolle. So ein Kollektives, was in so einer Dorfgemeinschaft dann plötzlich so vibriert. Die Kommunikation beim Schmied oder bei dem Landhandel oder so, was dann da so erzählt wird und gemacht wird, nicht? Aber diesen Moment, wo man ja eigentlich denken müsste, Mensch, 20. Jahrhundert, warum ist da nicht ein, zwei, drei Menschen, die sagen, wir machen dieses Stück Erde und wir machen es mit Tieren und wir machen es nach einem Prinzip und wir durchdenken das und wir verstehen das und wir entwickeln das. Und natürlich brauchen wir Hilfe von außen. Aber es kann doch nicht sein, dass die uns sagen, wie wir es machen sollen und wir eigentlich gar nicht wissen, was wir da tun. Kein konventioneller Landwirt versteht heute, was da in seiner Spritze drin ist. Wie das wirkt. Das ist hochkompliziert. Das ist eigentlich auch genial, kann man sagen. Das sind 30 Milliliter Wirkstoff auf einem Hektar. Mit 300 Liter verdünnt und so weiter. Und die Art, wie die Spritzen, wie die Düsen und so weiter. Das kapiert man noch. Die technische Anwendung. Und das ist schon schwer genug. Aber was da eigentlich mit diesem Wirkstoff für eine Chemie, für eine Biochemie dahinter ist. Und die Firmen sind natürlich auch nicht daran interessiert, darüber viel zu erzählen. Die sind einfach daran interessiert, dass es gekauft wird und angewendet wird. Und jetzt müssen wir leider auch noch auf diesen ganz dunklen Punkt kommen, der zusammenhängt mit unseren Regierungen. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist sozusagen in der westlichen Welt, das kann man schon so allgemein sagen, ja, die Unabhängigkeit, das freie Denken über Landwirtschaft nicht sehr groß. Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich im gesellschaftlich-politischen Leben, wo Lobbyismus so massiv und so systematisch passiert wie eben in der Landwirtschaftspolitik. Ich habe einen Staatssekretär gekannt aus dem Bundesagrarministerium, der da in den Nullerjahren unter der Künast-Regierung tätig war. Der hat mir mal so im Zweiergespräch ganz vertraulich gesagt, weißt du Martin, wir haben Jahre gebraucht, um zu kapieren, wie in diesem Ministerium Gelder an bestimmte Quellen fließen, an bestimmte Einrichtungen, Verbände und so weiter. Das ist hier schon so sedimentiert und so fest über alle Regierungen hin, das merken wir gar nicht mehr. Das läuft so. Wie so geölt ist das, verteilt sich das Geld in diese bestimmten Agrarbereiche, die eben die konventionelle Landwirtschaft ausmachen. Und man kann sehr gut verstehen, dass dann in den 70er und 80er Jahren erstmal ein Hass auf die Ökos, auf die Bio, auf die ökologische Landwirtschaft von diesen Lobbys, von diesen Menschen ausging. Und es ist wirklich ein Wunder, das muss man immer mal wieder sagen, es ist wirklich ein Wunder, dass das überhaupt Bestand hatte. Nicht? Wenn man sich das klar macht, hier wurde 68 begonnen mit einem 5-Jahres-Vertrag unter Bedingungen, wo ich heute jedem von meinen Studenten sagen würde, das machst du besser nicht. Wenn ich das lese, das ist Harakiri. Wenn du da 5 Jahre alles, dein ganzes Leben und das Geld von all deinen Freunden verbraten hast, dann sagen die dir, wird zu Schluss. So war der Vertrag. Die hatten einen unglaublichen Mut. Und was hat man in der Außenwahrnehmung gesagt? Die düngen halt nachts. Es gab noch keine Öko-Richtlinien, das alles gab es nicht. Es gab gar keine gesellschaftliche Diskussion darüber, dass möglicherweise eine andere Landwirtschaft überhaupt möglich sein könnte. Nein, das kann gar nicht sein. Das ist Quatsch, die machen das halt nachts. Und das ist schon auch, ja,
muss man eben auch wissen, es gehört zur jüngsten Geschichte der Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es eben lange, lange diese frontalen Grabenkämpfe gab. Und ich will da überhaupt nicht sagen, dass die Ökos immer gut waren und sich da auch gut verhalten haben oder so. Ich habe auch großen Respekt vor meinen konventionellen Kollegen, die sich tot arbeiten, eine riesige Verantwortung, eine wahnsinnige wirtschaftliche Enge, also das immer wahnsinnig knapp und alle Entscheidungen müssen immer wirtschaftlich gefällt werden. Und am Ende gehört die Technik der Bank und das Futter ist auch irgendwie finanziert. Und also das ist alles überhaupt nicht toll. Diese Betriebe, die man, wo man sagt, ja, das sind die Gewinner, das sind die, die übrig bleiben, die 2, 3, 5%, die den Strukturwandel, die 300, 500 Hektar Betriebe. Wenn man wirklich mit den Betriebsleitern spricht, wie das Leben so ist, das ist überhaupt nicht so, dass man sagen kann, ach, das ist jetzt aber eine tolle Lösung. Also ich will damit eigentlich sagen, was uns fehlt, ist der gesellschaftliche Dialog. Wo wollen wir denn hin? Was ist denn unser Minimalkonsens in dieser Gesellschaft? Wie soll denn Landwirtschaft in 10 und in 50 Jahren sein? Und das kann ja eine Breite haben, da müssen wir ja nicht alles bis ins letzte Detail runter definieren, aber wir müssen doch an vielen Stellen ganz deutlich sehen, das macht keinen Sinn, da mehr sozusagen Grabenkämpfe zu führen. Nein, man muss alles ökonomisieren. Nein, man braucht 12 Tonnen Weizen pro Hektar. Oder nein, man darf auf gar keinen Fall und man soll mit 3 Tonnen schon zufrieden sein. Oder wie auch immer. Das führt alles nicht weiter. Sondern wir müssen aus einem gesellschaftlichen Entwurf mit den Menschen, die eben in zum Beispiel Deutschland leben oder in Hessen leben, Visionen entwickeln, wie soll das denn wirklich sein? Und das zentrale Thema dabei wird immer sein, wie viel Menschen. Das, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, das müssen wir ein Stück weit erkennen als ein Fehler. Das kann man nicht zurückdrehen, aber man kann doch erkennen, dass es anders werden muss. Da gab es einen belgisch-niederländischen Agrarwissenschaftler, der ein Politiker wurde und so. Der hat sich Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre mit dem Helikopter über das Elsass fliegen lassen. Eine noch bestehende, wunderbare Gartenlandwirtschaft, eine blühende Welt. Und er hat nur ganz cool gesagt, das alles muss weg. Das alles muss weg. Wenn wir wirklich konkurrenzfähig auf den Weltmärkten produzieren wollen, muss das alles rationalisiert werden. Und so ist es gekommen. Und jetzt müssen wir eigentlich die Frage stellen, ja, wie viele Menschen wollen und können und sollen denn auf dem Land tätig sein? Sind das wirklich diese 0,9%, glaube ich, in Deutschland im Moment? Nicht mal mehr 1%. Wie soll das denn eigentlich sein? Wie wollen wir es denn gerne haben? Und wie kommen wir mit diesem Problem, dass wir alles ökonomisieren in Bezug auf die Kulturnatur der Landwirtschaft zurecht? Wie kann das denn sein, dass ein Betrieb auf der Schwäbischen Alb, wo man sagen kann, man ist glücklich, wenn man 3 Tonnen Dinkel geerntet hat oder 2 Tonnen Dinkel, mit so einem wie hier, wo man ganz locker 6 Tonnen Weizen ernten kann, die können nicht zum gleichen Preis operieren. Da müssen wir vieles ganz anders denken. Und dieses bisschen Steuerausgleich durch die Bodenpunkte und durch die Besteuerung, die wir in der Landwirtschaft haben, die ja versucht, das ein bisschen auszugleichen, das reicht eben nicht. Und so weiter und so weiter. Es gibt viele, viele Baustellen. Und man muss eigentlich euch zurufen, hey, ihr habt euch für was sehr Spannendes entschieden. Da wird wahnsinnig viel Entwicklung passieren. Eins ist klar, so weiter wie jetzt, ob auch mit Bio oder wie auch immer, das wird es nicht sein. Es wird Entwicklung geben müssen, aus ganz verschiedenen Gründen. Ja, soweit wollte ich kommen. Ich habe jetzt sicher vieles übersprungen und bin so da so lang gehopst. Und wir können ja jetzt uns noch ein bisschen Zeit nehmen, um das eine oder andere zu besprechen oder zu fragen. Vielleicht auch mit dem, was die letzten Tage noch aufgeschrieben worden ist. Ich würde morgen an einer anderen Stelle was machen. Diese Sache wäre sozusagen damit auch abgeschlossen.
möchte jemand da was zu bemerken oder fragen? Bitte. Wolltest du was sagen? Nö, ich lenke mich nur zurück, danke. Nein, wir können doch erstmal auch zwei, drei sammeln. Also. Wollte gerade nichts sagen. Danke. Okay. War da noch jemand? Also, was ja, glaube ich, deutlich geworden ist, dieses Prinzip des Organismus, der sich individualisiert. Das ist das Kernstück der biodynamischen, der anthroposophischen Landwirtschaft oder der Idee, die man da hat. Das ist ja zunächst mal einfach eine Idee. Das ist ja keine Rezeptur, das ist nicht irgendwie runtergebrochen in Praxis, sondern das ist eine Idee, aus der man über 100 Jahre versucht hat, eben Praktisches zu entwickeln. Aber dieser Zentralgesichtspunkt, eine Landwirtschaft ist ein in sich geschlossenes, möglichst geschlossenes. Man sollte es niemals dogmatisch anschauen. Und es hat Entwicklung, die man nur versteht aus dem Inneren heraus. Ein dadurch immer mehr sich selber werden, ein unterscheidbar zum anderen, das heißt ja Individualisierung. Das ist schon ein unglaublicher Wurf, ein unglaubliches Prinzip, weil es fängt nicht an mit: Eine Landwirtschaft sollte so viel Geld erwirtschaften wie möglich. Eine Landwirtschaft sollte so viele Menschen beschäftigen oder so wenig wie irgendwas. Gar nicht. Sondern diese Idee, Landwirtschaft ist das Umgehen mit dem Boden, ist der Pflanzenbau, ist die Fruchtfolge, ist das Grünland, ist die Pflege der Landschaft, ist das Umgehen mit dem Wald. Landwirtschaft ist Tierhaltung, ist das Pflegen, Umgehen mit den Tieren und das als Paket zu einem Organismus. Das ist schon eine Vision, an der wir so ein bisschen gekratzt haben, 100 Jahre, aber die noch längst nicht irgendwie ausgeschöpft ist. Da kann noch ganz viel entstehen und ganz viel passieren. Und dann ist eben diese andere Frage, mit der ich geendet habe, wie viel Menschen, also nicht sozusagen nicht der quantitative Aspekt, sondern wie machen wir das, wie soll das eigentlich werden, dass das interessant ist für Menschen, auch biografisch. Vielleicht gibt es mehr und mehr Zeiten in den Entwicklungen, wo man sagt, ja, das ist eigentlich, da passt das eigentlich gut. Ja, man kann ja die DDR zum Beispiel für rückständig noch und noch finden. Und das ist ja auch richtig. Aber in solchen Systemen hat es immer so Masseneinsätze in der Landwirtschaft gegeben, weil man es einfach nicht geschafft hat. Und dann sind die Studenten und die Schüler haben sich plötzlich in den Apfelplantagen getroffen und mussten die Ernte abwickeln. Und die erzählen nicht nur Schlechtes davon. Was macht das für einen jungen Menschen, wenn man eben auch mal plötzlich die Schule zu ist und eine Woche in der Landwirtschaft arbeiten muss, weil es jetzt einfach nötig ist? Das ist nicht nur schlecht. Ich will das gar nicht wieder hochholen und sagen, so muss man es machen, aber ich will die Frage stellen, wenn wir darüber sprechen, dass wir dieser Industrialisierung von Kultur, Natur etwas anderes gegenüberstellen, dann ist das immer damit verbunden, dass mehr menschliche Arbeit vonnöten ist, und zwar menschliche Arbeit. Das heißt nicht Erledigung durch Technik, sondern durch die Intelligenz des arbeitenden Menschen. Und die Intelligenz des arbeitenden Menschen habe ich ja schon ein paar Mal so angedeutet. Die ist nicht, die kann man nicht aus der digitalisierbaren Abfolgetabelle herunterleiten, sondern die entsteht, und das wisst ihr und das erlebt ihr in euren Betrieben, das entsteht, indem ich weiß, wo soll das hingehen. Und dann habe ich ein Gefühl, was ist der nächste Schritt? Und dann mache ich den und dann korrigiere ich den noch mal ein bisschen. Und so ist eigentlich Arbeiten etwas in der Landwirtschaft, wo man einen Schritt macht, wo man was anfängt und einen Moment ruht und überlegt und reflektiert, ein bisschen verändert und wieder arbeiten und bedenken, besinnen. Das Besinnen hat man heute völlig abgeschafft. Lasst euch das nicht diktieren. Das ist das Allerwichtigste.
dass man wirklich über das, was man tut, auch mal ein paar Minuten nachsinnt. An welcher Stelle auch immer. Ja. Also dieses liebevoll zugewandt, voll konzentriert, aber so ein bisschen fließend aus diesem Verbundensein mit dem Tun. Da ist man noch durchblutet und durchwärmt und ist eigentlich in dem, wie man es gerne macht. Und jetzt stützt man sich da auf seine Hacke, seine Gabel oder lehnt sich an sein Schlepperrad und überlegt, wieso das ist und wie es werden soll, wie es vielleicht besser sein könnte, früher, später. Und man merkt plötzlich, es ist alles in diesem Fluss, der jedes Jahr anders ist, der immer das hat, bin ich in der Zeit, bin ich in den Prozessen drinne oder bin ich so eine Erledigungsmaschine, die jetzt leider dummerweise 3 Tage zu spät programmiert ist. Also das ist, glaube ich, der Kern von dem, was meine Vision ist. Ein neues Arbeiten in der Landwirtschaft wird einen neuen Boden, wird neue Pflanzen, wird neue Tiere hervorbringen. Und ich will in dem Moment an eine Frau gedenken, die kürzlich gestorben ist mit fast 100 Jahren, eine Italienerin, eine sehr, sehr reiche Zeitungsverlegerfamilien-Lady, wirklich eine Kulturschaffende, die 1968 plötzlich die Biodynamik kennenlernte als Italienerin und gesagt hat, ich nehme mein Vermögen und kaufe Höfe. Und hat mindestens 2 große Höfe gekauft und umgestellt und mit allen Problemen und so weiter. Und dann hat sie die Chance gehabt, Verantwortlichen in der Regierung, so eine kleine, sehr drahtige Person, ne, in Bologna, in dem ersten großen Universitätssaal der europäischen Geschichte, die erste Universität von 1200 so und so viel, dieser Riesensaal, und da steht diese kleine Person und ruft den Politikern zu, ich rieche, es wird ein neues Brot geben. Entschuldigung. Also diese Fähigkeit, das auch in Bildern auszudrücken, Lebensmittel riechen, Lebensmittel schmecken, Lebensmittel sind zum Leben. Sie sind nicht nur eine Anhäufung von Kalorien und Vitaminen. Und diese Fähigkeit von dieser Frau in diesem Moment, die habe ich sehr bewundert, weil die Politiker, die waren berührt. Das hat die erreicht. Das, was ihr hier seit 50 Jahren macht, dem muss man was ganz anderes gegenüberstellen. Und wir probieren das und das riecht man. Das war so eine Allegorie. Sie heißt, jetzt kommt der Name gerade nicht, diese Frau, kommt gleich, hat mich sehr, sehr beeindruckt damals, dass eben die Fähigkeit, das in ein Bild zu bringen, wir brauchen wirklich eine neue Kultur der Landwirtschaft und die muss Freude machen und die berührt jeden, ob man will oder nicht. Das ist ja Geruch. Man kann gar nicht das abschalten. Das riecht einfach. Und es riecht eben nach Industriebrot oder es riecht nach Brot, was ein anderes Korn ist, aus einer anderen Bodenfruchtbarkeit ist, aus einer anderen Art des Backens und so weiter. Das ist alles da mit in diesem Bild mit drin. Und das sozusagen auf einen Satz zu bringen, Meisterleistung.